Hallo Leute, ich habe hier noch eine Sache vom Flohmarkt. Auch aus so einer Kramkiste. Das sind mir so die liebsten Sachen. So eine Kramkiste, da findet man Sachen, die man gut brauchen kann. Dafür habe ich jetzt 1 Euro hingelegt. Er wollte mehr haben, musste mal ein bisschen hart verhandeln, dass ich das für 1 Euro kriege. Mir ging es dafür um eine Sache, die da an dem Kabel dran war. Die habe ich hier in der Hand, da komme ich gleich zu. Das ist halt ein DIN-Kabel auf Cinch. Jetzt sieht man, was ich in der Hand habe, ist egal. Erst habe ich gedacht, das wäre für den C64. Ist es aber nicht. Und ist auch kein S-Video für den C64 oder so. Da fehlt der sechste Pin in der Mitte. Das sind nur 5 Pole. Nee, doch, 5 Pole. Brauche ich aber für Kassettendecks, die ich habe, die DIN-Anschluss haben und das mit Cinch brauchen. Ich habe zwar so einen Adapter, aber der ist schon leider ein bisschen hinüber. Und für 1 Euro ist das auch noch okay. Mir ging es aber um das Teil hier. Vielleicht hat ja von euch einer noch eine Idee, wie das Ding genau heißt. Ich habe schon mal rausgekriegt, was es ist. Ich hatte nämlich erst eine Vermutung, dass das hier die Play- und Record-Pins kreuzt, dass die getauscht werden. Also, dass die zwei hier auf der Seite nicht da rauskommen, auf der Seite, da hinten, sondern auf der Seite. Ist aber nicht. Das ist ein, ich sag mal, Dämpfungsstecker, der dämpft die Rekordseite. Bei Play ist 1 zu 1 durch und bei Rekord ist es so, es gibt ja, und es gab, beziehungsweise es gibt bestimmt noch irgendwo welche, die haben ja hier so diese Teile. Die haben auch einen DIN-Anschluss, aber dieser ist dann nicht so wie hier für einen Kassettenanschluss oder Radio oder irgendwas anderes, sondern ein Mikrofoneingang. Und dann lässt sich das schwer von einem anderen Gerät darauf aufnehmen, weil der Mikrofoneingang ist saumäßig empfindlich. Und dafür gibt es dann halt wohl diese Teile. Ich wusste gar nicht, dass es die so gibt, dass man da dann in den Mikrofon-Dings reingehen kann und dann ein Line-Level reingehen kann. Und dann dämpft er das auf das Mikrofon-Level runter. Also reduziert die Spannung vom Line-In auf Mikrofon. Das Ding macht das intern, ist nichts anderes wie das Teil mit einem Widerstand und geht hier auf die Mikrofonbuchse, entweder extern oder das interne. Hat eine automatische Pegelaussteuerung und da muss man schon relativ laut reingehen, damit das nicht so doll rauscht hier auf dem Band. Aber wenn die Dinger das nicht haben, dann braucht man so ein Teil. Und an dem Teil war ich interessiert, das wollte ich unbedingt haben. Aber eben in diesen Kramkisten findet man immer das, was wirklich interessant ist. Was die Verkäufer für irrelevant halten, wo sie sich sagen, ach, das ist irgendwie nur Krimskrams, das nimmt doch sowieso kaum einer mit. Ja, aber für mich ist das nach unten gucken und in diesen Kramkisten suchen das Beste. Da finde ich immer das, was wirklich am besten ist und dann auch noch für kein Geld. Das, was oben auf dem Tisch liegt, wo sie sich denken, ah, damit kann man ja noch viel Geld machen, da wollen sie dann auch wirklich viel Geld für haben, da versuchen sie auch so wenig so wie möglich zu handeln bei diesen Kramkisten, so wie mit dem Mikrofon, was ich jetzt gerade noch benutze, was ich ja schon vorgestellt habe. Der wusste gar nicht, was er da hat. Dieses Mikrofon, der fragt mich, was ist denn das? Ich sag, ja, weiß ich nicht, sieht aus wie so ein kleiner Mini-Lautsprecher oder sowas. Ach, gib mir mal 1 Euro dafür. Habe ich gesagt, ja, ist gut. Ich wusste genau, was es ist. Man muss sich manchmal ein bisschen doof stellen und dann kriegt man die Sachen auch ein bisschen billiger. Der eine hatte da noch ein Belichtungsmesser für Fotografie, für analoge Fotografie. Da hing der Zeiger. Der wusste gar nicht, was das ist. Ich habe das Ding in die Hand genommen, habe geguckt. Da hängt ja der Zeiger. Wie? Da hängt der Zeiger. Ich sage, ja, das Ding ist kaputt. Er hat sich ein bisschen bewegt, aber ob das Ding noch irgendwie genau misst oder so, weil das ist ja nun auch noch fraglich. Also brauche ich mir so ein Ding nicht kaufen. Wenn der Zeiger hängt oder sich vielleicht nur noch ein bisschen bewegt. Ich habe das Ding in den Himmel gehalten und der sagte mir, ich muss die Blende auf, was weiß ich, wie weit aufdrehen. Das kann ja nicht sein. Also das Ding hat nicht richtig gemessen. Ich habe mir das auch nicht ganz genau angeguckt, aber da habe ich schon gesehen, das misst nicht richtig. Ja,
Das ist so die Ausbeute aus dem Flohmarkt. So ein Kabel, ein Rekord Walkman und halt das Ansteckmikrofon, was wirklich richtig genial ist. Also das Mikrofon, also über das freue ich mich echt am besten. Kann ich auch schon mal sagen, Mikrofon am PC, vergisst es. Das haut nicht hin. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.